Hallo, hier ist der Ralf von Würdeland. Herzlich willkommen hier in unserem Tentipi. Ich habe mich hier ein bisschen häuslich eingerichtet mit dem Tentipi Eltfell, also dem Zeltofen. Und habe vor, heute Abend hier ein kleiner Bohne-Eintopf, eine kleine Bohnenpfanne mit Speck und scharfer spanischer Chorizo zu kochen. Ja, dazu seid ihr herzlich eingeladen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid und wenn es dann losgeht, diese Pfanne hier auch zu füllen. Ihr seht, ich habe hier so ein bisschen was mitgebracht und da kochen wir jetzt was Leckeres draus. Seid dabei, ich freue mich. Ja, was haben wir hier? Hier haben wir auf alle Fälle mal der Speck, der reinkommt. Wir haben die spanische Chorizo, ein paar Zwiebeln und eine Knoblauchzehe. Dann hier zwei verschiedene Bohnen. Einmal dicke weiße Bohne, die sind schon in der Tomatensauce, und eine rote Kidneybohne, um das Ganze abzuschmecken. Und wenn die Tomatensauce nicht reicht, habe ich hier noch eine scharfe Tomatensauce aus dem Glas. Das ist dem geschuldet, wenn es unterwegs im Zelt einfach mal ein bisschen schneller gehen soll, dann muss ich nicht lange noch eine Tomatensauce kochen, dann kann ich auch mal so ein Glas verwenden. Ja, und dazu natürlich ein schönes, knuspriges Ciabatta-Brot. Ich denke, es kann ein sehr leckeres Essen werden.
das Schöne beim Kochen im Zelt ist, man kann einfach alles auf den Boden schmeißen, was hier so anfällt. Und es dann nachher einfach zusammensammeln und ins Feuer schmeißen. Beziehungsweise hier in der Ofen. Feuer wäre noch komfortabler. Da könnte man es nicht gleich reinschmeißen. Ja, ihr seht, der Ofen hat Bums. Muss hier ein bisschen aufpassen, dass der Speck schön angrät. Jetzt machen wir noch die Wurst dazu. Die Chorizo. Die bringt schon mal das meiste an Gewürz mit ins Essen rein. So, und reichlich Knoblauch. Ist auch nicht verkehrt. Die wird schon etwas wärmer. Dann müssen wir mal mit dem Brett zur Pfanne gehen. So. Und rein damit. Und die weiße Bohnen. Ja, die Frage ist nur, wer das alles essen soll. Ich bin heute Abend allein hier. Die anderen sind ausgeflogen. Von daher wird es ein gemütlicher Abend im Tentipi. Und ich kann hier dann doch reichlich zuschlagen, was das Abendessen angeht. Ja, ihr seht, es ist ein völlig einfaches Essen, was schnell zubereitet ist. Die Bohnen, die sind bereits vorgekocht. Falls die noch trocken wäre, dann müsste man sie über Nacht einweichen und ein bisschen länger kochen lassen. Aber ansonsten funktioniert das Rezept mit trockenen Bohnen genauso wie mit eingelegt aus dem Glas.
sodass es gut schnell zu machen ist. Also ich finde, für ein Zeltlager, aber mit mehreren Leuten kann man das auch gerne in größerer Menge kochen. Ist es ja nahrhafte Angelegenheit, also da wird auch jeder satt davon. Und es ist schnell gemacht und ich habe jetzt nicht unheimlich viel verschiedene Zutaten, mit denen ich mich verkünsteln muss, sondern es ist auch ein Essen, was einfach gelingt und von daher gut geeignet ist. Man kann es auch auf Fahrt mitnehmen. Also ich denke, die Zutaten haben auch im Rucksack Platz, um die da unterzubringen. Da nimmt man vielleicht dann getrocknete Bohnen mit, wenn man länger unterwegs ist. Packt sie dann am Vortag in entweder in ein wasserdichtes Gefäß oder Ziplockbeutel und lässt sie da drin einweichen. So spart man sich ein bisschen Transportgewicht. Wenn man nur kurz unterwegs ist, dann kann man natürlich auch die eingelegte Bohne dann mitnehmen. Jetzt muss es noch heiß werden und dann werden wir mal probieren. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber auf so einem Feldbett, es hat schon die richtige Höhe, aber man sitzt immer so in der Kuhle drin. Also ja, oder vorne, wenn ich auf der Kante sitze, das ist dann auch nicht so ganz bequem. Ich glaube, zum Liegen ist optimal, aber zum drauf sitzen muss ich ja noch. Ich hätte mich, glaube ich, besser auf die Kiste hier setzen sollen. Jetzt die Pfanne herunterzupfen, die Mütze muss herhalten. Ja, wunderbar. So, dann wünsche ich euch einen guten Appetit. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht allzu hungrig, wenn wir hier beim Zugucken. Aber ich hätte noch eine Portion übrig. Also ich glaube nicht, dass ich das alles alleine schaffe. Ich sage Dankeschön, dass ihr dabei wart bei dieser leckeren Bohnenpfanne, Bohneneintopf, wie man es immer nennen will, mit Speck und Chorizo, keine Ahnung, ihr Spanier wisst, wie man das ausspricht, ich weiß es nicht. Ist ja vielleicht vorhin im Video schon aufgefallen, aber egal. Es schmeckt, egal wie man die Wurst ausspricht. Und von daher sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr bald wieder reinguckt. Euer Ralf von Jotteland. Ciao.